Also meine Ähnlichkeit zum Comicbook-Guy bei den Simpsons hat damit weniger zu tun. Hero Origins markiert wie die Ursprungsgeschichte im Leben eines jeden Superhelden ja einen entscheidenden Punkt für seinen Charakter. Also wo kommt er her, was für Kräfte hat er, wie ist er definiert. Das, so einen Punkt kreiert man nicht aus dem Nichts. Und so bin ich sehr glücklich, dass die Damen und Herren vom Hörspielprojekt sich bereit erklärt haben, mit einem Skriptwettbewerb auf die Suche nach dieser Origin zu gehen. Und auch heute Abend sind sie hier vertreten im Hero Origin Ensemble und werden den drei Finalisten des Wettbewerbs, den drei Finalskripten, Leben einhauchen. Das erste Mitglied unseres Ensembles, was ich willkommen heißen möchte, ist als freiberuflicher Hörspielsprecher, Hörspielautor und Hörspielmacher tätig. In der Szene ist er vor allem bekannt durch seine kostenlosen Hörspiele wie Rick Future, Die Windsängerin und weitere andere Projekte. Außerdem ist er als Administrator bei Hörspielprojekt.de stets darum bemüht, die Kreativität und die Freude am Hörspielmachen aufrechtzuerhalten. Ich bitte um einen Applaus für Sven Matthias. Später für die Abstimmung wichtig. Sein zweites Ensemblemitglied spielt und spricht in Hörspiel-, Hörbuch- und Theaterproduktionen. Vielleicht kennen die einen oder anderen seine Stimme auch aus TV-Dokumentationen und Werbespots oder als die Stimme von Telefonansagen von Sky-Fernsehen. Alle Fans von Hörspielprojekt.de kennen ihn bestimmt aus verschiedensten Hörspielen. Also einen herzlichen Applaus für Detlef Tams. Weibliche Unterstützung nicht fehlen. Und so ist es mir eine Freude, unsere nächstes Ensemblemitglied anzukündigen. Sie ist unter dem Namen Sternelfchen als Administratorin bei Hörspielprojekt bekannt und macht sich gerade eigentlich als Praktikantin bei Lausch Fantastische Hörspiele unersetzlich. Sie hat auch diese Messe stark mitvorbereitet und rennt hier, wenn sie nicht gerade auf der Bühne steht, die ganze Zeit mit Knopf im Ohr durch die Gegend. Und wie man sich denken kann, ist sie natürlich nicht nur hinter den Kulissen tätig, sondern hat ihre Stimme auch in den Dienst verschiedener Hörspiele gestellt. Applaus für Marie Nartusch. Weitere weibliche Verstärkung für unser Ensemble kommt von einer jungen Dame, die mit ihren 14 Jahren schon einiges an Erfahrung im Hörspielbereich gesammelt hat. Ihre Stimme hört man in verschiedensten Lauschproduktionen, so hat sie unter anderem in Die schwarze Sonne die junge Emily Salton gesprochen und auch bei Drist und Kane war sie zugegen. Zuletzt war ihre Stimme auf der neuesten Folge von Hellboy, Baba Yaga, zu hören. Applaus für Gwyneth Dumonier. So, last but not least, kommen wir zu unserem Special Guest. McDonald's, Wrigley's, Seat, Honda, Chevrolet, das sind nur einige Namen, die man mit seiner Stimme in Verbindung bringt. Wer sich in der Werbung nicht so auskennt, kennt ihn vielleicht von einem seiner weitläufigen Hörspielengagements. Diese reichen von Dorian Hunter über die schwarze Sonne bis hin zu Gregs Tagebuch. Mal düster und gefährlich, mal tollpatschig und komödiantisch, aber zumeist als der Pate oder die graue Eminenz im Hintergrund. Immer wieder gern ist er auch der Erzähler in sogenannten Filmhörspielen, vorzugsweise bei Disney, oder führt in ähnlicher Funktion durch das Tutorial des Computerspiels Little Big Planet. Natürlich ist so eine Stimme auch im Synchron zu Hause und so hat er bereits deutschen Hollywood-Stars wie unter anderem Udo Kier seine Stimme geliehen. Kulturell begeisterte Fernsehzuschauer könnten ihn vielleicht als die Station Voice von Dreisat kennen. So ist es fast schon ein Wunder, aber für ihn persönlich eine Selbstverständlichkeit, dass er sich die Zeit nehmen konnte, uns heute auf der Hörspiel live zur Verfügung zu stehen. Applaus für Gordon Piedesack. Meine Damen und Herren, das Hero Origins Ensemble.
So, wie ich höre, habt ihr das mit dem Applaus schon super drauf. Am Ende, wenn die drei Skripte durch sind, komme ich wieder und dann müsst ihr per Applaus den Sieger küren.